Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz zum Start unserer Medienkompetenz-App Wo ist Goldi? Frau Digitalministerin Judith Gerlach wird die App gleich vorstellen und dann gibt es die Möglichkeit für Fragen. Sie können entweder die Meldefunktion in WebEx dafür nutzen oder mir per Chat eine Nachricht schicken, dann würde ich die vorlesen. Bitte schön, Frau Ministerin. Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wo ist Goldi? Das wird hoffentlich die Frage sein, die sich viele Kinder ab heute in Bayern stellen. Wo ist Goldi ist nämlich der Titel unserer neuen App für Kinder, die ich Ihnen heute vorstellen will. Und was jetzt vielleicht am Anfang etwas goldig und süß klingt, ist in Wahrheit, hat einen ernsten, einen wichtigen Hintergrund. Unsere Kinder wachsen nämlich in einer hochdigitalen Gesellschaft auf und in fast allen Lebensbereichen werden ja digitale Tools schon genutzt. Und um das gleich zu betonen, es ist auch gut und richtig so. Digitalisierung ist aber eines unserer zentralen Herausforderungen dieser Zeit, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu sein. Wir müssen aber schauen, wie nehmen wir die Menschen mit? Wir müssen den Menschen da auch weiterhin in den Mittelpunkt der Digitalisierung stellen und auf digitale Teilhabe achten. Und dafür ist digitale Bildung, aber auch Medienkompetenz natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Deswegen ist es so zentral, dass wir auch die Kleinen pädagogisch durchdacht mit Maß und Ziel auch an die digitale Welt dann letztendlich heranführen. Denn in Berührung mit diesen neuen Technologien kommen sie ja so oder so. Es ist unumgänglich. Die Frage ist, wie wollen wir sie dorthin begleiten und wie wollen wir sie dabei an die Hand nehmen? Laut einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom nutzen bei den 8- und 9-Jährigen schon 56% ab und an ein Smartphone. Ganze 81% haben Zugriff auf ein Tablet. Und das sind jetzt die Zahlen von 2019. Es ist also davon auszugehen, dass jetzt während der Corona-Pandemie diese Zahlen durchaus nochmal zugenommen haben. Entscheidend ist also, dass wir die Kleinen den Verantwortlichen, den Sicheren, letztendlich auch den Kompetenten, kurzum den richtigen Umgang mit digitalen Tools, mit dem Internet vermitteln. Unsere App Wo ist Goldi soll dabei ein fundamentaler Baustein sein für die digitale Bildung, für Medienerziehung, für die bayerischen Grundschülerinnen und Grundschüler. Wo ist Goldi vermittelt Medienkompetenz und zwar spielerisch und sehr kindgerecht. Es gibt spannende Abenteuer an einer Grundschule auf der Suche nach dem Goldfisch. Sie ahnen es, er heißt Goldi. Und dabei lernen die Kids die Grundlagen des richtigen Umgangs mit dem Internet, mit den digitalen Medien. Zum Beispiel vom sicheren Passwort bis hin zum fairen Verhalten in sozialen Netzwerken. Und wie das jetzt ganz genau aussieht, das zeigen wir Ihnen jetzt in einem Video. Das Bayerische Staatsministerium für Digitales präsentiert Wo ist Goldi? Eine Schule wie jede andere, so scheint es. Denn das Abenteuer beginnt. Finde alle Hinweise, löse knifflige Rätsel, lüfte Geheimnisse. Wo ist Goldi? Wer ist die Maus? Lerne dich sicher im Netz zu bewegen und stelle dein Medienwissen auf die Probe. All das und noch viel mehr gilt es herauszufinden. Kannst du das Abenteuer bestehen, das Geheimnis lüften und deine Freunde vor der Maus retten? Sei sicher im Netz. Wo ist Goldi? Ab jetzt im App Store. Sie haben gesehen, es geht darum, auch ernste Dinge wie Cybersicherheit, wie Datenschutz möglichst unterhaltsam, vor allem möglichst kindgerecht zu vermitteln. Die Kinder übernehmen ganz verschiedene Avatare, die sie sich aussuchen können, die ihnen dann aus der Lebenswirklichkeit gut bekannte Rollen vorspielen sozusagen. Die Kinder übernehmen sie in der Rolle des Schulkindes. Und im Spiel lösen sie dann Rätsel, sie lösen Herausforderungen, die sich im Umgang mit Online-Anwendungen stellen. Dabei werden Kompetenzen, soziale Kompetenzen geschult, aber eben auch das Wissen rund um die digitale Welt vermittelt. In der aktuellen Version hat die Spielehandhabung der App 3 Episoden, und zwar Wo ist Goldi, die Mutprobe und Geraubter Ruhm. Und damit werden ganz unterschiedliche Aspekte eines kompetenten Umgangs mit digitalen Angeboten thematisiert. Unter anderem geht es eben um den Bereich Datenschutz, verdächtige E-Mails, wie erkenne ich die, wie gehe ich damit um, Fake News, Kettenbriefe, aber auch Bildrechte zum Beispiel oder Fairness im Netz. Die App ist für Kinder mit den Jahren, also ab 8 Jahren konzipiert. Sie können und sollen die pädagogischen Spiele der App ja aber auch
selbstständig erkunden, selbstständig unterwegs sein. Deswegen haben wir das auf 8 Jahre festgelegt. Es gibt aber zusätzlich auch einen Elternbereich, der war uns ganz wichtig, dass Eltern auch einbezogen werden, dass das gemeinsam sozusagen zu Hause am Küchentisch zum Thema gemacht wird, besprochen wird, dieses Thema, dass die Erwachsenen auch die aufkommenden Fragen gemeinsam mit den Kindern dann klären können und das Ganze spielerisch erkunden. Außerdem bietet die App Potenzial für die Unterrichtsnutzung, etwa für spielerische Lerneinheiten zum Thema Sicherheit im Netz. Wo ist Goldi? Sicher surfen im Netz, so heißt die App offiziell, ist in Zusammenarbeit mit dem JFF-Institut für Medienpädagogik entwickelt worden. Und, das war uns auch wichtig, Erkenntnisse aus 2 projektbegleitenden Elternbefragungen sind mit in die App eingeflossen, um gleich von Anfang an abzuklären, was ist den Eltern wichtig, auf was legen sie Wert und wie beziehen wir auch die Eltern möglichst gut in dieses Projekt mit ein. Technisch umgesetzt wurde die App dann von der Entwicklerfirma Wegesrand mit einer wirklich intuitiven Benutzerführung, wie ich finde, und wie Sie auch gesehen haben, mit einer durchaus eindrucksvollen Grafik. Besonders entscheidend war für uns aber auch die Einschätzung der für uns wichtigsten Experten überhaupt, und zwar den Kindern. Wir haben im Rahmen der Entwicklung der App auch mehrfach mit Kindern 2er Grundschulklassen im Raum Augsburg die App getestet, haben uns Feedback geben lassen. Das wurde dann wiederum eingearbeitet, sodass es wirklich so konzipiert wurde, dass es der Nutzerin, dem Nutzer dann letztendlich auch wirklich gefällt und der Sache dient. Das haben Sie gesagt, da haben wir auch noch ein kleines Video für Sie. Das Spiel ist echt cool. Also ich würde es mir, wenn es gibt, direkt runterladen. Die Zeit vergeht richtig schnell, finde ich. Ja, finde ich auch. Es hat sich angefühlt, als ob ich nur 10 Minuten gespielt habe. Ja. Es hilft, welche Sachen extra für Erwachsene sind, welche für Kinder und welche sehr sicher sind, welche nicht. Da hat die Figur uns gefragt, was ein sicheres Passwort ist. Und da mussten wir das anklicken. Das Passwort soll 12 Zeichen lang sein und auch Prozent und ist gleich und so welche Zeichen haben. Man kann auch beim Passwort nicht immer sein Geburtsdatum nehmen, sondern vielleicht auch Buchstaben, kleine, große. Das muss man sich halt merken. Ja, Zahlen halt. Und ich finde es eigentlich noch cool, dass man dann halt noch so Minispiele machen kann, dass man dann was erreichen muss. Da ist ja dann so ein Team zu uns gekommen, die haben uns dann so Tablets gegeben, dann durften wir so zu zweit spielen. Also sie haben uns gefragt, ob man irgendwas noch besser machen kann oder auch, ob man mehr Fragen oder so machen kann. Wir konnten halt vielleicht so ein paar Ideen halt dazu, was ja zum Beispiel besser wäre. Und dann, als wir das zweite Mal gespielt haben, da dachten wir uns dann, oh, sie haben ja wirklich alles gemacht. Und bei dem Spiel, also man kann nicht nur spielen, sondern auch was lernen. Wir sehen also, die Kinder sind schon richtig fit in dieser Beziehung. Wo ist Goldi wird also hoffentlich eines der zentralen Fragen sein in den nächsten Monaten in Bayerns Kinderzimmern sozusagen. Ich hoffe, dass das Angebot rege angenommen wird und dazu führt, dass wir das Wissen dort verbreitern. Denn, und davon bin ich überzeugt, Medienpädagogik wird in Zeiten der digitalen Transformation, in der wir uns befinden, immer wichtiger. Deshalb ist es entscheidend, dass wir auch bei solchen Projekten nicht irgendwie mit dem erhobenen Mittelfinger wäre noch schlechter, um die Ecke kommen, sondern die App soll den Kindern Spaß machen. Sie werden sich nur dann damit beschäftigen, wenn sie Freude dabei haben, wenn der spielerische Aspekt mit dabei ist und dann so Wissen vermittelt wird. Wo ist Goldi ist deswegen, glaube ich, der goldrichtige Weg zu mehr Kompetenz im digitalen Zeitalter. Ich hoffe, Sie probieren es auch mal aus. Es macht natürlich auch Erwachsenen Spaß. Die App ist ab sofort in den Stores von Apple und Google zum Download verfügbar. Und nun freue ich mich auf Fragen, wenn es die noch gibt.